Jetzt bin ich euch natürlich doch noch etwas schuldig geblieben. Ich habe angekündigt, dass ich auch über Albträume spreche. Um wenige Minuten später zu sagen, Albträume sind ja heute gar nicht Thema. Es ist immer gut, wenn man danach seine Videos nochmal anschaut. Also, Albtraum. Was hat es mit dem Albtraum auf sich? Kinder dürfen genau wie wir Erwachsenen natürlich Albträume haben. Und wenn die ab und an auftreten, dann ist das auch kein Grund zur Sorge. Dann ist es vielmehr so, dass sie vielleicht vom Tage was verarbeiten oder dass sie eine Geschichte gehört haben oder vielleicht auch beim Film oder beim Sandmännchen oder irgendwo was gesehen haben, was sie im Traum umsetzen. Ja, also was wie bei uns Erwachsenen, wir träumen manchmal Blockbuster und so dürfen auch Kinder mal Blockbuster träumen. Wenn es allerdings so ist, dass die Kinder regelmäßig Albträume haben oder gerade wiederkehrende Albträume, dann lohnt es sich auch hier wieder zu reflektieren, ja, in sich zu gehen, zu überlegen, wie nehme ich mein Kind wahr? Hat sich irgendwas an den Situationen, an den Außenbedingungen geändert? Gibt es irgendwelche einschneidenden Erlebnisse? Im Kindergarten war ein Gruppenwechsel, war ein Schulwechsel, ist ein Freund weggezogen, ist jemand gestorben, ist in der Familie irgendeine andere wichtige Veränderung, Trennung von Eltern, oder auch wenn sich Eltern viel streiten und denken, die Kinder bekommen das nicht mit, die bekommen das natürlich mit, ja, und das macht denen auch Angst oder manchmal trennt sich auch in der Klasse oder in der Kindergartengruppe Eltern, ja, und ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr die Kinder das beschäftigt, wenn sich von Freunden die Eltern trennen oder wenn die massiven Streit haben, ja, wie das doch auch die anderen Kinder, dann eben auch das eigene Kind beschäftigt und wie das Ängste mobilisiert. Ja, also wenn euer Kind wiederkehrende Albträume hat oder regelmäßig, dann nehmt es ernst, werdet nicht zu Helikoptereltern, ja, also auch nicht überernst nehmen im Sinne von, dass man jetzt ständig nachfragt und ständig drängt, das auch nicht, aber seid wachsam und spürt hin, führt hin, fühlt hin zu eurem Kind. Wie fühlt sich das an? Wo steht es gerade in seiner Entwicklung? Genau. Und auch hier gilt wieder, seid wachsam und achtsam für euer Kind, ja? Und kommt ins Gespräch, bietet einfach eure Anteilnahme an seinem Leben an. Wenn sich dann was verändert, verbessert, dann ist gut. Und wenn die Albträume anhalten, gerade diese wiederkehrenden Albträume mit festen Motiven, dann ist auch hier so, scheut euch nicht, Hilfe zu suchen. Das sind Themen, die kann man durchaus in der Beratungsstelle, beim Therapeuten, beim Kinderarzt durchaus ansprechen. Manchmal haben Eltern Angst, weil sie denken, das sei ein, ich sag's mal in Anführungsstrichen, ein Pille-Palle-Problem, mit dem die kommen. Aber nein, das ist doch gerade das Schöne, wenn man so ein klar abgegrenztes, definiertes Problem hat und der Familie da helfen kann, wovon in der Regel die gesamte Familie profitiert, weil alle emotional da reifen und was draus lernen. Das ist doch wunderschön, wenn ihr dann die Beratungsstelle oder die Praxis verlasst und einfach für euch als Familie was mitgenommen habt, das ist super. Da seid ihr glücklich und der Therapeut oder Berater ist glücklich, ja? Genau. Okay, ich hoffe, dass das an Informationen genügt. Wie immer gerne Feedback, stellt Fragen, auch Kritisches, was verändert, verbessert werden kann. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, eure Christine.